In Wiener Neustadt wurde eine islamische Partei gegründet, die bei der Nationalratswahl antreten will. Diese ist nach Ansicht des Islamwissenschaftlers Ednan Aslan zwar nicht ernst zu nehmen, doch die Entstehung von islamischen Parteien in ganz Europa bezeichnet er in der Krone als Bedrohung für die Demokratie und die europäischen Werte. Dass der Islam als Religion bei diesen Bewegungen als Parteiprogramm und Mobilisierungsfaktor gilt, sieht Aslan als Alarmzeichen. Die politischen Parteien, die islamistische Ziele verfolgen, arbeiten nicht mit dem Titel Islam. Die sind die Naiven eigentlich. Die arbeiten mehr unter dem Deckmantel Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Selbstbestimmung etc. Aber inhaltliche Zielsetzung solcher Parteien in Europa, wie am Beispiel Denk in Niederland, Dawa in Deutschland, BIG in Deutschland, die arbeiten nicht mit einem Titel islamische Partei, islamische Zielsetzung. Die haben mehr demokratische Ziele. Wir wollen mehr Freiheit der Muslime. Wir sind gegen Islamophobie. Aber in der Zielsetzung sehen wir keinen Unterschied zwischen einer islamistischen Organisation in Österreich, einer islamistischen Organisation in Ägypten oder in der Türkei. Die sind sehr gut vernetzt, arbeiten auch zusammen. Eigentliche Gefahr sehe ich vielmehr darin, dass solche Islamisten ihre Ausbildung eigentlich in den etablierten Parteien machen oder ihre Lehre, wie sie das auch wahrnehmen. Wir haben hier Personen in der SPÖ, in den Grünen gehabt, die haben mehr als 40.000 Vorzugsstimmen bekommen. Da war Partei in Duisburg in bestimmten Stadtteilen über 40% der Stimmen bekommen. Diese Entwicklung ist spannend. Dass Islam solche Massen mobilisieren kann. Daher sollten wir die Tätigkeiten, Handlungen, Aktivitäten der Islamistinnen nicht in solche Parteien, naiven Parteien wie Islamische Partei Österreich suchen, vielmehr in den etablierten Parteien. So eine Partei, die sich da gegründet hat, ist das dann automatisch eine radikale Partei oder kann man das moderat bezeichnen? Wie ist da Ihre Sicht der Dinge? Inhalte dieser Partei kenne ich nicht, aber wenn sie eine Religion für politische Zwecke einfach instrumentalisieren, dann haben sie politische Ziele. Wir wissen aus den islamischen Ländern, wenn der Islam für politische Zwecke islamisiert wird, dann haben wir Daesh, IS oder Al-Qaida. Das führt einfach zu diesem Ergebnis, weil politischer Islam ohne die Gründung eines islamischen Staates ist keine, sage ich mal, islamische Partei. Mhm. Ideale Vorstellung einer islamischen Partei endet bei der Gründung eines islamischen Staates. Es geht auch nicht anders. Das heißt, eine islamistische politische Partei will für die Verwirklichung ihrer Vorstellungen einer islamischen Gesellschaft, scharia-orientierte Gesellschaft. Diese Gesellschaft kann man nur gründen, wenn man in diese Gesellschaft politisch herrscht. Westenfeindlichkeit ist Hauptsäule des politischen Islam. Politischer Islam funktioniert ohne Westenfeindlichkeit nicht. Europa kann natürlich mit dem politischen Islam gemeinsam nicht existieren. Wenn wir unsere demokratischen Werte schützen möchten, das ist unsere Zukunft, dann müssen wir natürlich die Gefahr im politischen Islam erkennen bzw. auch bekämpfen. Sonst ist Demokratie in Europa nicht zukunftsfähig. Das ist nicht nur meine Vorstellung, sondern unsere Erfahrung aus islamischen Ländern. Das heißt, dass ich nicht über Zukunft, über Utopien, über Zukunftsvorstellungen einfach spreche, sondern über Realitäten in den islamischen Ländern, die ein Produkt des politischen Islam sind. War so eine Entwicklung, wie wir sie in Österreich jetzt sehen, mit dieser islamischen Partei, die sich da offenbar gegründet hat, auch angesichts starker Migrationsentwicklungen aus muslimischen Ländern, denn auch eigentlich absehbar aus Ihrer Sicht? Österreich ist eine gute Heimat für den politischen Islam. Islamisten arbeiten verhältnismäßig in Österreich freier als in Deutschland, als in Frankreich oder in einem anderen europäischen Land.
Daher sehen wir die Entwicklungen, dass die Aktivisten des politischen Islam aus der Türkei, aus Ägypten, aus anderen islamischen Staaten in erster Linie in Richtung Österreich einfach flüchten. Die Anerkennung des Islam hier ist zum Beispiel eine gute Grundlage, dass die Islamisten ihre Aktivitäten legalisieren können, mehr Stiftungen gründen können, mehr Parteien gründen können. Und das ist natürlich eine wunderbare Grundlage, dass sie hier eine islamische Stiftung gründen, dass sie hier natürlich an den öffentlichen Schulen Religionsunterricht erteilen können, dass sie hier Imame einfach mit einer Zustimmung einer Glaubensgemeinschaft importieren können, ohne dafür einen Standard zu definieren. Das sind zahlreiche Beispiele natürlich, die einfach Beheimatung des politischen Islam in Österreich schöner macht. Die heimische Politik jedoch erkenne die Gefahren des politischen Islams nicht. Es gelinge immer wieder, Rechtsparteien zu bekämpfen, faschistische Formen des Islam werden jedoch nicht wahrgenommen. Die Bevölkerung sei aufgrund persönlicher Erlebnisse, beispielsweise in der Straßenbahn oder in bestimmten Stadtteilen, alarmiert. Die kleinen Menschen in unserer Gesellschaft nehmen diese Gefahr wahr, weil sie einfach daneben leben. Aber diese Wahrnehmung werten wir ab. Du bist Rassist, du bist Islamophob. Die Leute verlieren ihren Mund, darüber zu sprechen. In der Straßenbahn nehmen die Leute diese Gefahr wahr. In bestimmten Stadtteilen nehmen die Menschen diese Gefahr wahr. Aber diese Wahrnehmungen werden einfach abgewertet, teilweise diskriminiert. Aber die Leute erleben das tagtäglich. Das heißt, dass wir von unten diese Gefahr wahrnehmen, aber politische Parteien, überwiegende politische Parteien, nehmen diese Wahrnehmungen nicht mehr wahr. Alte Menschen, junge Menschen, Frauen, Männer, die leiden darunter. Ich nehme das ernst. Nicht Rassismen. Das sind ihre alltägliche Wahrnehmungen, die wir ernst nehmen sollten, darüber auch offen sprechen. Sonst funktioniert das, egal über große Maßnahmen wie im Parlament reden, wirken nicht, wenn wir die Erfahrung dieser Menschen nicht wahrnehmen. Diesen Wahrnehmungen, diesen Realitäten, diesen Fakten, die wirken. Darunter die Menschen auch leiden. Ich meine, wenn wir eine Partei verbieten, dann werden sie eine nächste Partei gründen. Ich glaube nicht, dass wir das Problem dadurch lösen. Wichtig ist, dass wir solche Probleme, Zentren, solche Probleme einfach öffentlich sichtbar machen und auf Gefahren hinweisen. Das ist die wichtigste Aufgabe. Eine nächste, für mich noch wichtigere Aufgabe besteht darin, dass Europa eigene Werte einfach selbstbewusst verteidigt und dazu bekennt, dass europäische Identität, europäische Werte nicht einfach regionale Werte, das sind universale Werte, die wir gerne verteidigen, uns auch damit identifizieren. Das heißt, wenn wir einfach daran zweifeln, dass wir unsere eigenen Werte selbstbewusst nicht verteidigen können, wird das von Seiten des politischen Islam als Schwäche wahrgenommen.